Am letzten Wochenende im September war es wieder so weit. Grosser Alpabzug in Kärns mit rund 250 prächtig geschmückten Kühen. Dazu Geissli, Schafe, Blunderwagen mit allerhand Helfer sind durchs Abwaldner Dorf gezogen. Am Strassenrand hat man mit verschiedenen Musik- und Gesangsformationen tüchtig für Unterhaltung gesorgt. Daneben hat man Gutes von den Alpen können probieren, wie Käseschnitten, küstiges Gebäck mit Rahm und Anken, feine, hausgemachte Würste und natürlich Alpkäse in den unterschiedlichsten Varianten. Hier auf Tele Zentralschweiz, Telenav, sehen wir in den nächsten rund 30 Minuten einen bunten Ausschnitt vom 5. Jubiläums-Alpabzug in Kärns. Wir wünschen dazu viel Vergnügen. Grossächerli ist im Anzug, Grossächerli ist bereits da. Herzlich willkommen. Grossen Applaus an den alten Grossächerli. Jetzt müssen wir schauen, dass die zwei Senden nicht zusammenkommen. Bauersami, alt Grossächerli ist der Burgbeat Halliberger Amersberg, der Gwerder Gusti Gwand Stalden, der Burgpaul Bächli Stalden, der Vorots Bruno Rietzami Gleisen, der Fruensepp und der Toni Kappelen Matt Kegiswil und der Altvogt und der Augustin Franz Gehren Stalden. Beim Senden möchte ich noch erwähnen, auch die Alper, Andreas Sanita und der Robi Gander mit den Brüdern Peter, Edi Martin und auch Robi Gander. Der Peter ist übrigens Alper am Ochsenweidli am Buchserhorn. Der Feebestand haben wir 50 Braun Swiss Kühe und Originalbraunfee, 10 Kalber. Nicht dabei natürlich 25 Alpsil, die sind bereits unterwegs zu einem guten Braten. Im Mecherli hat man auch einen trockenen Sommer gehabt, hat aber viel Heil gemacht, weil das Futter überständig geworden ist. Zum Glück, mit dem grossen Feebestand, haben sie ja immer genug Wasser gehabt. Es war extrem heiss gewesen, dem alten Stall, und sie sind froh, wenn das Neubau-Projekt, das jetzt am Gedeihen ist, langsam aber sicher kann umgesetzt werden. Wir wünschen von hier aus viel Glück dazu. Reto Vorats, das Verkehrsgewände, was ist deine Aufgabe? Ich bin zuständig für den Verkehr hier und für den Parkplatz und für Bewilligungen. Ja. Das ist eine rechte Sache. Ja. Also unter uns, ich habe dort hinten im Parkverbot parkiert. Komme ich jetzt einen Bus über? Nein, das ist nicht so tragisch. Heute lassen wir das durch. Danke vielmals. Haben Sie es im Griff? Ja, es läuft nicht schlecht. Wir haben mit den Senden, am Anfang ist es nicht ganz optimal gelaufen, aber das ist eigentlich nicht so das Problem. Ich meine, wir sind ja flexibel und das wissen wir auch, dass es nicht ganz, nicht immer auf Minuten kann funktionieren mit dem Fee, und das ist aber auch gar kein Problem. Eben, die kommen natürlich von weit her, und das ganz genau auf Minuten zu koordinieren, ist ja fast unmöglich. Ja, es ist noch erstaunlich. Die schon ein paar Mal dabei sind, haben es noch relativ gut im Griff, was ziemlich auf die Zeit kommt, oder? Aber plus minus 5 Minuten hat man immer, und es läuft halt kein Cent gleich, oder? Man kann nicht den Kollegen fragen, wie lange haben die gehabt, wenn einer frisch ist, oder? Weil es läuft kein Cent gleich, und die Leute sind anders, und es funktioniert einfach nicht. Was für Distanzen legen die da zurück, die verschiedenen Centen? Ja, das sind eine Häufe zwischen 10 und 30 Kilometer, oder? Die läuft zwischen 2,5-3 Stunden bis, ja, die kürzeste Stunde vielleicht eine Stunde, oder? Man sieht den einzelnen Kühen auch ein bisschen an, zum Teil. Ja, das ist sicher so, ja. Das ist natürlich schon ein rechter Marsch, und vor allem Bergabläufe ist einfach zu viel streng, oder? Gut, du bist ja auch schon seit 2-3 Stunden unterwegs, oder? Ja, ich bin schon länger unterwegs, ja. Seit wann? Ich bin am Morgen um 5 Uhr den Parkplatz absperren. Und dann bin ich aber noch einmal heim, Schutz zum Morgenessen, und danach bin ich dann wieder um 7 Uhr wieder da gewesen. Dir sieht man es nicht an. Ja, jung. Danke vielmals. Merci. Brennt's? Ja, es brennt, ja. Was gibt es da? Kaffee. Kaffee für die Gesellschaft, ja. Mögen wir nachher? Ja, wir sind gut nachher, ja. Wir haben am Morgen um 6 Uhr angefangen, und
sind gut nachher, ja. Wer ist mehr? Wie heisst du? Dursep und mein Kollege, der Tur Toni. Toni, er hat schon geschaut, das ist gut. Ja, das ist recht. Das ist tipptopp. Mal. Ja, ja. Ja. Die sind auch zu alt gewesen, ne? Nein, ich bin nicht zu alt gewesen. Was machst du sonst? Ein Landschaftsgärtner. Ja. Das ist ja auch wichtig, ne? Ja, ja, das braucht es auch. Viele Älpler sind ja auch so eine Art Landschaftsgärtner. Ja, ja, genau, das ist ja so. Die Gärtner da immer. Ja. Danke vielmals. Da hat es zwei ganz urchige. Von wo kommst du? Ich komme vom Melchtl raus und habe hier eine grosse Alp. Wie heisst sie? Stockstäfelin-Inalp, ist eine dreistaflige Alp. Ah ja, Frühling fängt er unten an, dann langsam darauf. Jawohl, genau, im Frühling fahren wir etwa am 20. Mai unten an. Und nachher gehen wir etwa Anfang Juli, so am 10. Juli gehen wir auf die Hochalp. Und dort oben sind wir 6 bis 7 Wochen. Dann gehen wir wieder ab, etwa am 20. August. Und dann sind wir unten bis etwa am 5. 6. Oktober sind wir noch nicht oben. Wir sind jetzt also mit dem Fehn und Alp. Und was natürlich jetzt die Zuschauer interessiert, wie hoch sind die Alpen, die unterste und die oberste? Also wir fahren die unterste Alp auf 1500 an. Dann gehen wir auf 1800 und die oberste ist 2130 ist die Hitte. Und sie können rauf bis auf 2300, 2300 Meter über Meer. Und da der Kollege ist auch mitgekommen. Ja. Genau, ich bin aus Deutschland und bin dieses Mal zum ersten Mal bei Josef auf der Alp. Das ist der Sepp da, hä? Genau, das ist der Sepp. Und dein Name? Richard heiße ich, genau. Richard, wie war die Saison? Hast du das schon öfters gemacht, oder? Ja, das ist mein 3. Alpsommer und dieses Jahr war es ein wunderbarer Sommer. Also letztes Jahr war es sehr verregnet, aber dieses Jahr war nur schönes Wetter und wir hatten noch keinen Schnee. Und alle Kühe sind gesund geblieben und der Käse ist gut geworden. Bist du dafür zuständig oder wer ist das? Ich bin dafür zuständig, für das Melken und für das Käsen und ja, für die Alppflege auch noch. Und der Sepp sagt auch, wie es geht, oder? Jawohl, ich bin eigentlich der Chef von Richard. Und wenn wir gerade hier sind, da hinten gäbe es gerade den Käse her zum Degustieren, den der Richard gemacht hat. Gerade hinter uns. Gehen wir nachher noch mal schauen. Jetzt, es gibt ganz viele Deutsche auf Schweizer Alpen. Du bist keine Ausnahme, außer ein bisschen die Größe. Ja, also viele aus meinem Freundeskreis gehen zur Alp. Und ja, es hat irgendwann im Studium angefangen, dass das Interesse dafür gewachsen ist. Und ja, dieses Jahr ist mein 3. Sommer und es wird bestimmt auch nicht mein letzter sein. Das Interesse ist ungefähr jetzt bei 2 Meter. Ja, das ist, hat die Natur so vorgegeben. Gehst du da auch an diese Älpler-Treffen und gibt es da Käseprämierung? Hast du das schon gemacht? Also bei der Käseprämierung habe ich noch nicht mitgemacht, aber in Deutschland, in der Uni Kassel in Wietzenhausen, gibt es so ein Älpler-Treffen und da habe ich irgendwann mal dran teilgenommen und so ist das Interesse für die Alp gewachsen. Ja, jetzt Studium, studiert, was hast du denn studiert? Ökologischen Landbau in Berlin habe ich studiert. Und vorher noch eine Ausbildung als Landwirt gemacht in Niedersachsen auf einem kleineren Familienbetrieb, der auch schon Käse hergestellt hat. Sepp, studiert, die kann man die brauchen auf den Alp? Ja, das ist immer das gegenseitiges Angewinnen, aber ich sage, die müssen es halt lernen. Und er hat es ganz gut gemacht, also ich bin ganz zufrieden mit ihm. Und wir dann auch ganz eigenen Käse machen, wir dann nicht den typischen Obwaldner Alpkäse machen, wir dann eigentlich den Alpkäse, der für uns stimmt, machen wir. Die Studierenden die bringen immer so verrückte Ideen und dann muss man zuerst abwehren, dann muss man nachdenken und am Schluss macht man es dann gleich. Ja, wir sind ein bisschen Bergler und sind eigensinnig. Also wir haben eigentlich schon nach unserem Gutdenken das machen. Hat es dir gefallen? Ja, es war ein sehr schöner Sommer, oder ist es ja auch immer noch, da wir ja mit den Kühen nach oben sind und ja, vielleicht nächstes Jahr wieder. Danke. Suchen ihr einen bestimmten Käse? Ah ja. Was suchen ihr für einen? Einen harten, alten, würzigen, aber eigentlich zum Mitbringen. Hat ein Deutscher gemacht. Ist sicher gut. Ja, das glaube ich. Sehr lecker.
Du, sie suchen den harten, würzigen Käse. Hast du etwas? Nein. Sie haben, unser Käse ist sehr würzig, aber ist noch nicht hart, weil er jetzt erst 2,5 Monate alt ist. Ich müsste in 2 Jahren noch mal kommen. Ja. Ist er denn hart, oder? Ja, aber meistens hast du auch gegessen. Als nächstes darf ich den Sammelwagen ankinden. Im Sinn von, weil wir keinen Eintritt, keine Parkgebühren und keine Plaketten haben, sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr eine mehr oder weniger grosse Gabe in den Sammelwagen hineingeben könnt. Der Sammelwagen ist gemacht und gefahren von der Familie von Hans Egger in der Mirk im Halten. Herzlichen Dank jetzt schon für eure grossartige Gabe. Danke. Wir haben einen ganz schönen Sammelwagen, ein grosses Kissen und da hat einen Haufen Platz drin. Ein Kompliment an die Sammelwagenmacher. Und die schönen Trachten. Kinder und Tester auf dem Bänkli, ganz friedlich. Ein Dankeschön. Das Finalsenden vom heutigen Tag darf ich in 5 Minuten ansagen. Beim Senden haben wir den Vorratswaldi mit den Helfern. Speziell ist der pensionierte Alper, der Kronenberg-Robi. Er hat sich hier einen Bubentraum erfüllt. Er ist am 29. Mai zum letzten Mal an seinen Arbeitsplatz gegangen und hat am 30. Mai am Morgen im Hinterstalden angefangen. Natürlich, wir sehen es dann, hat er den Bart wachsen und das, wie gesagt, gehört ja zu einem Alper. Der Alp-Hinterstalden-Zentrum ist ein Biobetrieb. Und jetzt kehren wir sie langsam kommen. Wir haben die 8. Besonderes. Kuh Romnia, das ist Trinkelkuh. Das ist eine spezielle, die hat schon bereits 7 Laktationen, hat also 7-mal gekalbert und hat im Schnitt sage und schreibe 8500 Liter Milch gegeben und ist jedes Jahr auf der Alp gewesen. Das ist natürlich für eine Alpkuh sehr, sehr eine gute Leistung. Jetzt die immer Zenten vom Hinterstalden recht herzlich begrüßen mit einem grossen Applaus. Guten Tag miteinander. Walti, ist gut gegangen heute? Ja, super. Könnte nicht besser sein. Wie lange sind wir jetzt unterwegs gewesen? Halbe Linie sind wir abgefahren. Wie viele Kühe hast du? 47 Kühe und 13 Rinder. Etwas, was noch ganz wichtig ist, in der Alp-Hinterstalden wird jeden Abend der Bettruf gerufen. Und die Tochter Lenia macht den Bettruf auch schon. Sie hat das Alpfieber vom Vater Walti bereits geerbt. Und ein grosser Wunsch vom Walti, hat er mir gesagt, ist, dass die Alpen neue Zukunft mit Kühen bestossen und gepflegt werden. Und dass es möglich bleibt, Bauer im Vollerwerb zu bleiben. Neben einem Erwerb heisst immer Doppelbelastung. Und auch, dass wir Sorge tragen zum Kulturland im Tal. Das ist nämlich die Grundlage für unsere Land- und Alpwirtschaft. Jetzt macht wirklich Weiss das letzte Senden hier die Runde.
Daten lade ich euch herzlich ein, unsere Gäste und alle, die da sind, dass ihr euch noch ein bisschen vertwellt, dass ihr noch ein bisschen bleibt, dass ihr noch eins nehmt und noch ein bisschen den Tag lang ausklingen. Wir gehen noch lange nicht heim. Es ist ja noch lange nicht morgen um 2. Jetzt treffen wir dann noch einmal die Jungjuitzer, die Jodlergruppe Schlierental, die Niner Musik, das Alpon-Duo geniessen. Sie werden noch einmal im Kreisel, bei der Krone, bei der OKB und dann bei der Stierigen Kuh ein Auftritt machen. Dann möchte ich jetzt nicht unterlassen, herzlich zu danken. Herzlichen Dank an euch, alle Teilnehmer, an euch Gäste, die von nah und fern her auf Kerns den Weg gefunden haben. Es war wunderbar mit euch. Es war ein schöner Tag. Dann lassen wir jetzt losklingen. Wir bleiben noch ein bisschen, wie gesagt. Herzlichen Dank an alle Sendtümer für ihre Arbeit, für die grosse Arbeit, die sie gemacht haben. Und natürlich auch für unsere Marktfahrer, die hier ihre Produkte, ihre feinen Produkte dienen, anbieten. Am Schwanz, Berti, du hast das Ganze hier kommentiert. Du bist ein waschechter Alper, oder? Also ich bin in dem Sinne als Kind, als Bub immer zu Alp gegangen mit dem Grossvater und habe nachher die landwirtschaftliche Lehre gemacht und von dort weg bin ich nicht mehr zu Alp. Aber ich hoffe, dass mir das Leben, das Schicksal, Zeit gibt, dass ich im Alter wieder zu Alp kann. Ich bin schon vom Alpfieber gepackt. Wieso bin ich da so der Überzeugung? Du hast so viel Detail gebracht bei deinem Kommentar. Da habe ich gedacht, das muss einer sein, also der einer vom Fach. Ja, ich habe natürlich einfach riesig Freude. Das ist ein grosser Teil von meinem Leben, ist die Landwirtschaft, Viehzucht. Und natürlich, wenn man in den Bergen lebt, ist Landwirtschaft immer verbunden mit Alpwirtschaft. Wie hast du dich da vorbereitet? Infos gehabt von den verschiedenen Senden? Oder haben die das geliefert? Ich habe das Glück, dass ich beruflich in der Lande arbeiten und dass ich mit den meisten Bauern geschäftlichen Kontakt habe. Ich habe natürlich aber alle besucht im Vorfeld und habe Interviews gemacht und ein bisschen Geschichten von ihnen. Und das andere, einiges weiss man eigentlich schon, weil man mit diesen Leuten zusammenlebt. Was war so eine Geschichte, die dir ganz eindrücklich geblieben ist von einer von vielen? Ja, das ist eine schwierige, es sind ganz, ganz viele interessante Geschichten. Aber mir ist immer wieder das Werden und das Sterben ein Thema, weil man hat mit Fee zu tun. Und immer die Mehrlingsgeburten. Und wenn es so richtig wird beim Uftermur Martin, wo es viermal innerhalb 4 Wochen Zwilling gegeben hat, das hat mich schon sehr beeindruckt. Selten, oder? Das ist etwas Seltenes. Das ist, ob das mit dem Mondstand zu tun hat, das ist noch ganz interessant. Aber es gibt es und das ist ein Phänomen von der Natur. Und du kommentierst das nächste Jahr dann wieder, oder? Also wenn sie mich wieder wollen, wenn sie mich fragen, dann mache ich das wieder. Nein, gut, danke vielmals. Ja, merci vielmals. Da ist ein waschechter Alpler, oder? Sieht es nochmal aus, hä? Ja, der Brüderschalpler. Ah, ja. Und du bist aber gleich schauen, kommst du aus der Region? Ja, ich bin einheimisch hier. Ja. Und wie hat es so dunkel dieses Jahr an den Alpenabzug? Hast du sicher die anderen 5 auch schon gesehen? Ja, ich bin erst mal bei 1 gekommen. Das ist immer gut hier und hat auch viele Leute, oder? Unglaublich, von überall her, von halb Europa kommen sie. Ja, ja. Wegen euch Kernser. Ja, Kerns ist immer gut, wenn sie etwas machen, oder? Ja, und du bist ein bisschen mit Vertreter von der Folklore. Nein, das ist etwas so ein bisschen zusammengemischt. Und deine Schuhe, die sind ja auch noch ganz interessant. Das sind original Schuhe, wie die Alpen früher hatten, die ich. Hast du die selber machen oder? Ja, die habe ich machen. Das sind eben... Und jetzt haben sie nur noch Gummi, oder? Ah, nein, Gummi drauf, sonst haben sie nur Nägel drin gehabt. Irgendwo musst du einen Kompromiss machen. Ja. Gut, danke mir. So, hello, where are you from? I'm from India, but I mean, I'm living in Zurich. And you came here to Cairns to see the watch? Cars. Yeah. And you enjoyed it? Very much. What did you like most? I'm not sure if all the people are from outside, but entire village gathering together. And it was the first time you... Yeah, for this village, yes, definitely first time. And I'm first time the Alpine descent also. And it was wonderful. It was very good.
Do you want to come again next year? Definitely. So, thank you very much. Mit dem Kaffee ist es ja immer so eine Sache. Was ist da drin? Ja, Kaffee halt. Einfach ein normales oder was haben die da im Angebot? Ja, Chili, Kräuter, Zwetschgen, Kirsch. Chili, kannst du mir das näher erklären? Ja, bei uns sobald sagen wir halt im Kaffee Chili. Ja. Und hast du schon viel rausgelassen heute? Momo. Hast du Durst gehabt? Ja, haben etwas getrunken. Momo. Ist gut gelaufen. Wo bist jetzt du hier angestellt? Ja, wir sind von der Donalbkäserei, auf der Melchsen Frut. Ja. Du bist selber auch gewesen, nicht? Mal. Selber auch gewesen? Ja. Wir wollen nicht mehr aufhalten. Der schön, kalte Kaffee macht schön, vielleicht braucht es ja dann einen. Ja, ist gut. So. Man hat dich gesehen, du bist die ganze Zeit schon im Zeug umeinander gesprungen. Was wollen die Leute für Kaffee? Was ist so der Favorit? Keine Ahnung, alles. Also ja. Quer durch? Ja, kann man so sagen. Welchen hast du am liebsten? Wenn ich jetzt jemanden fragt, wie ist er? Ich darf keinen Alkohol trinken. Darum bin ich mit Creme zufrieden. Danke vielmals. Du hast auch so eine ganze Nurkige, ein Bier in der Hand und ein Stump in der Schnarre, Entschuldigung. Bist du auch auf der Alp gewesen? Nee, ja? Mal im Sommer durch bin ich auf der Alp gewesen. Also auf der Wilde, sage ich mir, Beise, ja. Aber nicht auf der Voralpen. Ja. Wilde, was ist das für eine Alp? Wilde, also bei uns ist jetzt auf der Melchsee Frut oben, das ist, wenn man, also die einen gehen in die Voralp und dann auf die Wilde und von der Wilde wieder auf die Voralp und von der Voralp jetzt wie heute wieder heim. Wie hoch ist die Wilde? Also die ist ein bisschen höher, oder, als die Voralp? Ja, genau, jetzt, die ist etwa 2000 Meter oben, ist unsere Wilde, ja. Das ist euch von der Familie aus, wenn ihr Pacht habt? Ja, also jetzt unsere Hütte. Wie die meisten auf der Frut oben sind eigen, aber es gibt auch etwas, das der Kooperation gehört, wo gelöselt wird im Sommer. Ja. Und was hast du dort so gemacht? Eben so ein bisschen gekauft oder auch selber gekäset oder für die Kühe geschaut? Nein, also wir haben ja nicht mehr Käse. Früher haben wir noch bei uns in der Hütte. Also es gibt noch Serien, die Käse. Und wir haben einfach Kühe melken und zu denen schauen. Und auch Altwerken, Strassen. Und so Sachen. Unkrautmähen und so Sachen. Ja. Was machen Sie denn mit der Milch, wenn Sie sie nicht verkäsen? Das Tal transportieren? Die unsere Milch auf der Wilde, die bringen wir auf den Alp hinterher. Und die wird dann von dort oben verkäset. Ja, ja genau. Ja. Tschüss, dann.